zu meiner Präsentation und zu meiner Kollektion auch. Ich werde euch jetzt mal versuchen, die Faszination, die ich bei diesem Thema fühle, rüberzubringen. Es geht um die Linie. Linien sind allgegenwärtig in unserer Welt. Sie umgeben uns, wir nutzen die Linie, um die Welt um uns herum zu konstruieren, zu schaffen. Dieser Raum ist das schönste Beispiel dafür. Hier sind überall wunderschöne Linien, die auf der Konstruktionsseite dieses Hauses sozusagen basieren. Wir malen Pläne, wir zeichnen Schnitte mit Linien, um daraus Kleidung, um daraus Gebäude, um daraus Straßen zu machen und vielleicht auch um ein U-Bahn-Liniennetz logisch darzustellen. Einen Anzug zu schneidern, vermessen wir den Körper. Wir unterteilen in Abschnitte und Zentimeter und genau von meiner Schulter bis zum Handgelenk sind es 62 cm. Daraus kann ich euch jetzt einen hervorragenden Ärmel schneiden. Aber wenn der Arm in diesem Ärmel steckt, dann bricht diese Linie sozusagen. Der Arm bewegt sich, der Mensch lebt in dieser Linie, die Linie wird lebendig gemacht, die Mode wird lebendig durch den Körper in ihr. Das Interessante ist, dass die mathematische Linie funktioniert. Sie ist aber gleichzeitig auch tot, beziehungsweise nicht lebendig. Die Linie, wenn wir über Linien sprechen, dann ist die Linie, die wir mit der Hand zeichnen, die lebendige Linie natürlich, weil sie der Körper, weil der Mensch involviert ist sozusagen. Das heißt nicht, dass man nicht was Schönes aus mathematischen Linien schaffen kann, aber was wir immer vermissen werden, ist die Menschlichkeit in der geraden Linie sozusagen. Menschlichkeit, wie sie, wie gesagt, genau in dieser handgezogenen Linie steckt, das vergegenwärtigen wir euch mal kurz. So. Diese Linie ist ein Zeitdokument von genau dem Moment, in dem ich sie gezogen habe. Jetzt gerade hier in der Präsentation vor euch. Man sieht, dass ich relativ aufgeregt bin. Hier, da oben sieht man, dass ich gefrühstückt habe und oben ist sie noch etwas zaghaft, nach unten gewinnt sie an Stärke, bis sie irgendwann abrupt endet. Diese Linie sagt relativ viel aus über mich, weil sie sozusagen nicht zufällig so platziert ist, wie sie platziert ist, sondern ich platziere sie nach meinem Gefühl auf diesem Blatt Papier. Und das macht diese Linie einzigartig. Sie ist sozusagen ein Zeitdokument, könnte man sagen. Und wenn man diese Linie jetzt kopieren wollen würde, dann würde mir das der Hand niemals gelingen, weil jede Linie sozusagen einzigartig ist. Erwin Wurm oder Egon Schiele könnten mit einer Linie so viel Lebendigkeit einfangen wie nur wenige Künstler. Daniel Liebeskind zieht aus abstrakten Bildern von Linien Entwürfe. Das funktioniert so, dass er diese Reihe Chamber Works heißen die. Und das sind so großformatige Bilder, die im Grunde aus angeordneten Linien übereinander und nebeneinander, die irgendwie zur Beziehung zueinander stehen, nimmt und dann sich sozusagen einen kleinen Ausschnitt raussucht, und sagt, okay, aus diesem Ausschnitt hier brauche ich jetzt ein 3D-Modell und daraus sind dann sozusagen ein Haus. Marc Lombardi zieht Linien zwischen Namen und macht daraus so kleine Grafiken im Grunde. Das hat jetzt nicht so viel mit meinem Thema zu tun, aber die Metapher ist ganz schön, weil in diesen Grafiken verbindet er Namen und gleichzeitig Zusammenhänge in politischen, ökonomischen Zusammenhängen. So, und ohne den Menschen oder ohne den Namen in diesem Fall wäre die Grafik nichts wert. Gauguin malt direkt mit der Finger auf die Wand, weil er die Linie spüren muss, körperlich. Und in meiner Kollektion setze ich die Linie auf unterschiedliche Art und Weise um, in Mode um.
Ja, genau. Ich ziehe sozusagen aus der freien Linie Inspiration für meine Herrenkollektion, in der der Körper, die Mode und die Linie miteinander interagieren. Genau, ich zeige so ein paar Beispiele mal. Bei diesem Mantel ist es so, dass der zweidimensionale Schnitt von dem Mantel, also genau, völlig im Grunde zweidimensional auf den Boden gelegt und dann mit der Hand einfach Linien gezogen auf dem Mantel und diese Linien dann als Schnittteile benutzt, indem ich die Nahtzugabe nach außen gebügelt habe. Genau, bei der Hose ist es das Gleiche, dass ich die Hosenbeine dann gespiegelt habe. Dieses Hemd hier und die Hose sind im Grunde überskalierte, sind im Maßstab überskaliert und durch punktuelle Raffungen wieder zusammen auf den Körper gezogen worden, wodurch sich die Linie, also genau, und ich habe Schleifenstoff benutzt, sodass die Linie sozusagen nicht mehr gerade verläuft. Ich habe die, hier sind so Corsage-Stäbchen im Intervall, die auf die das Kleidungsstück sozusagen reagiert, weil sie vorher kleine Anzeichnungen waren, die ich dann groß auf den Menschen sozusagen übertragen habe. Und genau, man hat Schlitze, die dem Körper Freiheit gewähren und Bänder, die den Körper einschnüren. Und genau so ist im Endeffekt diese Kollektion entstanden.